Irgendwann müssen wir alle der Wahrheit ins Auge blicken. Es gibt kein Leben ohne Nacktschnecken. Carla und Hilmar Fahr haben das längst realisiert. Und weil sie in ihrem Garten nicht ständig Krieg führen wollen, setzen die beiden Gartenbauingenieure auf friedliche Koexistenz. In Maßen dürfen die Schnecken hier mitessen. Ja, also ich betrachte sie jedenfalls nicht nur als Feind. Und wir erwarten eigentlich keine schneckenfreien Kulturen, sondern wir erwarten schneckenarme Kulturen und leben durchaus mit einem gewissen Kulturpflanzenverlust. Das kann man als Rentner ganz gut sagen und als Kleingärtner. Vor allem, wenn der Verlust nicht so groß ist. Die Fahrs ernten trotzdem gut. Vielleicht gerade wegen ihrer speziellen Art, mit den Schnecken umzugehen. Sie reagieren flexibel, haben die Tiere immer im Blick. Je nach Schneckenlage ändern sie ihre Strategie, zum Beispiel was das Mulchen angeht. Naja, in diesem Jahr war es relativ trocken. Und deswegen hatte ich gemulcht, sowohl die Kartoffeln als auch die Erdbeeren. Aber es waren auch keine Schnecken da. Und in anderen Jahren war das leider anders. Und da habe ich den Mulch ganz schnell wieder abgeräumt. Und da muss man gucken. Zweimal am Tag absammeln gehört aber auch hier zum Mittel der Wahl, wenn die Schnecken überhand nehmen. Unter den Brettern erwischen die Fahrs im Herbst auch viele Gelege, besonders wenn sie den Boden darunter hacken. Andere Methoden haben dafür nicht so gut geklappt. Ja, über Jahre hat sich so einiges, Theorien, Kaffeesatz, Eierschalen, Schafwolle, aber es hat eigentlich alles nicht funktioniert. Dafür hat funktioniert Bierfalle absammeln und aber die Pflanze stärken. Das ist das Wichtigste. Gesunder Boden, gutes Saatgut, sortenfeste Sorten und auf alles achten, was sich selber aussamt. Und wenn ich das wünsche, dann auch stehen lassen. In den gesunden Boden stecken die beiden viel Arbeit. Ihre Kompostwirtschaft ist aufwendig und nimmt viel Raum ein. Aber es lohnt sich. Der Kompost stärkt eben die Vielfalt der Bodenlebewesen. Und die vielfältigen Bodenlebewesen stärken wieder die Pflanzengesundheit. Und das hat sich also wirklich sehr positiv auch bezüglich der Schneckenpopulation ausgewirkt. Die Schnecken sind natürlich in den feuchten Jahren auch stärker gewesen, aber bei weitem nicht so, wie als wenn man eine eintönige oder nur eine Monokultur in seinem Garten hat. Sie braucht viel Aufmerksamkeit und Arbeit, aber sie ist möglich. Die friedliche Koexistenz zwischen Gärtnern und Schnecken.